So, ein bisschen Latenz kann man jetzt oben die Datenschutzrichtlinien einsehen und dann können wir jetzt auch gleich loslegen. Ja, herzlich willkommen zu der Abschlusssession der fünften Woche. In dieser Woche ging es ja ums agile Lernen und agile Lerncoaching. Und wir haben von dem Team der Quality Minds vier Lernpfade, die wir beliebig mixen konnten, zur Verfügung gestellt bekommen. Und wer da mal reingeguckt hat, da steckte eine Menge Material drin. Also der Workload von einer Stunde, der konnte bequem erreicht werden. Und insofern bin ich sehr gespannt, was wir heute an Rückmeldungen bekommen. Wir sind inzwischen über 60 Teilnehmer und ich freue mich, jetzt wieder das Team der Quality Minds begrüßen zu dürfen. Und heute startet der Harald mit was auch immer ihr heute mit uns vorhabt. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank, Volkmar. Wir haben heute, ja, was haben wir vor? Ein bisschen, wir wollen mal Revue passieren lassen, was wir so die Woche erlebt haben, wie wir die Woche so wahrgenommen haben. Ja, du hast es schon richtig gesagt, da steckt sehr, sehr viel Inhalt dahinter, was wir dafür euch vorbereitet haben, aber schon mal so viel vorab, das bleibt auch da. Das heißt, wer es nicht geschafft hat, mit einer Stunde pro Tag die Inhalte durchzugehen, keine Sorge, das bleibt noch, glaube ich, mehrere Wochen, mehrere Monate. Da könnt ihr euch in Ruhe durcharbeiten und wir werden auch, so viel ist versprochen, in Zukunft als Sparringspartner zur Verfügung stehen. Natürlich nicht mehr jeden Mittag für eine Brownback-Session, aber ihr erreicht uns ja über diverse Kanäle, wo wir ja zur Verfügung stehen, jederzeit zu jedem Thema. Vielleicht auch das erste Thema, beziehungsweise ich würde jetzt einfach ein bisschen Revue passieren lassen, wie es auf mich gewirkt hat die ganze Woche. Würde dann Quality mal intern ein bisschen rundum gehen. Ich sehe gerade, die Susanne ist auch dazu gekommen. Sodass jeder mal von Seiten Quality Minds so ein kleines Feedback gibt. Und dann würde ich auch die Runde sehr schnell wieder öffnen, damit wir einfach offen in den Austausch kommen, wie ihr die Woche so empfunden habt. Also, was ich bei mir gemerkt habe, jeden Morgen oder jeden Tag, wenn ich irgendwie meine sozialen Medien durchgegangen bin, war eine Menge an Notifications da, viel Austausch, vor allem auf Twitter. Das ist immer wieder sehr erstaunlich, was da unter CoLearn, unter MooCamp 20 abging. Fand ich sehr inspirierend, den Austausch. Auch das tolle Feedback oder auch die Anregungen, die an vielen Ecken waren. Und ich hoffe, ihr habt es dann auch mitbekommen. Wir haben schnellstmöglich auch versucht, Sachen umzusetzen. Zum Beispiel das Aufnehmen von den verschiedenen Brownback-Sessions waren vermehrt die Wünsche, die wir dann gleich ja, versucht haben umzusetzen. Und ihr seht jetzt auch auf der CoLearn-Seite entsprechend die Sessions von den einzelnen Brownback-Events. Könnt ihr auch da nochmal nachschauen. Des Weiteren fand ich es höchst spannend, mal nachzuschauen auf der Dropbox, was da los war auf unseren Dokumenten. Also ich habe teilweise Dokumente gefunden, da waren die Zugriffszahlen dreistellig. Und ich glaube, wir hatten 22 Dokumente knapp. Und wenn man jedes Mal so 50 bis 100 Zugriffe sieht, merkt man schnell, da war richtig viel Betrieb auf unserer Dropbox beziehungsweise auf unseren Inhalten. Und wie gesagt, uns würde es natürlich freuen, wenn ihr da auch in Zukunft weiter drauf guckt und euch ein bisschen rund um agiles Lernen und agiles Lerncoaching einlest oder Podcasts hört oder Videos anschaut. Des Weiteren, was für mich ein Highlight war, war eigentlich der Mittwoch, weil das war so mein, ich sag mal in Anführungszeichen, aktivster Tag, weil ich da die Brownback-Session und das kleine Bergfest am Abend mitgestaltet habe. Und ich fand meine Mittwochs-Sessions, das Brownback rund um agile Berufsausbildung höchst spannend. Also wir waren knapp 60 Leute, hatten einen richtig coolen Austausch mit Mural, aber auch durch Wortmeldungen hat mich, ja, fand ich sehr, sehr positiv, hat mir auch wieder viele neue Aspekte gezeigt, zum Beispiel die Piwi, das Thema Betriebsrat, ist in größeren Unternehmen immer höchst spannend. Wie geht man mit sowas um, auch im agilen Kontext, weil im ersten Moment Betriebsrat und agil, das sind so, ja, weiß man nicht, wie gut sowas zusammenpasst im ersten Moment, aber auch da gibt es Ansätze, die man, glaube ich, da ganz gut verfolgen kann. Und auch abends, trotz Feierabend, 17 Uhr, waren, glaube ich, auch knapp 30 Leute da, die sich schön aktiv beteiligt haben. Auch da haben wir wieder eine kleine Retro gemacht, was die ersten 3 Tage so auf, wie die ersten 3 Tage so auf euch gewirkt haben. Auch da kamen super Anregungen und auch da haben wir gleich was mitgenommen und versucht, an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachzujustieren, damit das Lernerlebnis oder das Erlebnis rund um agiles Lernen, agiles Lerncoaching für euch möglichst angenehm oder halt möglichst produktiv ist an der Stelle. Genau, so. Rundum, also ich war sehr, sehr zufrieden.
bin sehr angetan von den ganzen Austauschmöglichkeiten auf allen Kanälen und würde mich natürlich freuen, wenn die auch in Zukunft noch weitergehen. Mit dem einen oder anderen habe ich mich auf den verschiedenen Kanälen vernetzt. Da laufen noch fortführende Gespräche, aber auch wenn so noch Fragen sind rund um agiles Lernen oder auch mit Themenschwerpunkt Berufsausbildung, dürft ihr euch jederzeit gerne bei mir melden. Würde mich da auf jeden Fall freuen. Und dann gucke ich mal auf meine Kollegen, wer als erstes sich unmutet oder die Hand meldet, weil dann würde ich das Wort einfach mal weitergeben. Der Manuel möchte. Genau, also ich schließe mich dem Harald an. Ein ganz herzliches Dankeschön auch in die Community. Ich hatte ja die Brownback-Session am Dienstag, die haben wir leider noch nicht aufgezeichnet, aber auch da, das fand ich ziemlich spannend, kam ja schon eine interessante Diskussion auf zu dem Thema Individualisierung von Lernräumen oder individualisiertes Lernen in Lernräumen. Und mir ging es ganz ähnlich wie dem Harald, also auch ganz viel in LinkedIn oder auf Twitter, auch zum Teil private Nachrichten. Also das fand ich sehr schön und habe es mir auch erhofft. Auch vielen Dank für die Blogbeiträge von Karl-Heinz und von Volkmar. Also das war so ein bisschen auch, was mich getrieben hat, dieser Austausch, der aktive Austausch natürlich mit allen von euch. Und da weiß ich auch sehr zu schätzen, gestern in der, ach Quatsch, am Mittwoch, Entschuldigung, in der Retro am Nachmittag oder am Abend die Rückmeldung zu dem Content, weil ich mich da auch ein bisschen mit beschäftigt habe. Also ich hoffe, dass der Content auch weiterhin eben für euch eine Anregung ist, Impulse gibt und dass wir auch weiterhin von euch Impulse bekommen und Anregungen quasi uns wechselseitig austauschen können. So weit vielleicht ganz kurz von mir, dann würde ich fast den Ball weitergeben zur Susanne. Ach so, oder Vera? Ja, die Vera hat sich auch schon gemeldet, ich war schneller. Ja. Mach du den Abschluss bitte. Ich habe nämlich die gestrige Session moderiert, vielen Dank auch nochmal. Und ich hatte große Freude auch, dass sogar am Feiertag Leute gekommen sind und wir miteinander arbeiten konnten. Generell habe ich mich sehr gefreut über dieses Feedback und die Interesse an allen Sessions und hoffe einfach, dass wir auch weiterhin im Austausch bleiben. Deswegen wäre es schön, wenn ihr euch weiterhin auch mit uns vernetzt und gerne auch nach dieser Woche Fragen stellt und mit uns ins Gespräch kommt. Ich biete auch im Barcamp nachher noch eine Session an, sodass wir einfach hoffen, dass weiterhin Austausch entsteht. Liebe Vera, liebe Turn. Was mir wirklich gut gefallen hat, ich habe ja mehr im Hintergrund gewirkt und war nicht in den Brown Deck Sessions dabei, war aber auch, dass bei uns auch intern die Diskussionen nochmal angeheizt wurden. Wir haben über viele Sachen nochmal intern auch diskutiert, haben auch nochmal andere Sichtweisen dazu bekommen. Das war eigentlich auch genau das, was wir uns ja auch gewünscht hatten am Anfang, dass wir gesagt haben, welche Art von Feedback. Und das konnten wir dann auch schön einarbeiten, wo wir sagen, ja, darüber können wir nochmal nachdenken in die Richtung, was sind da vielleicht auch nochmal die theoretischen Hintergründe. Das hat uns sehr gefallen. Was ich persönlich immer ein Highlight finde, ist, wenn Menschen Sketchnotes anfertigen können. Das ist einfach immer wieder schön zu sehen, wie diese Sachen zusammenspielen. Da habe ich auf Twitter ein paar wirklich sehr, sehr schöne gesehen. Gut, ich glaube, dann übernehme ich das Wort wieder. Also so viel erstmal von unserer Seite. Vielleicht auch, was die Vera gerade gesagt hat, weil am Montag so das Thema war, was wollen wir jetzt eigentlich von euch, weil wir jetzt weniger oder weil wir sehr viel angeboten haben mit dem ganzen Content, den wir euch zur Verfügung gestellt haben. Aber so viel vorab, ihr habt uns genau das zurückgespiegelt auf vielen Plattformen, das wir wollten, dass wir eben zum einen sehr am Puls der Zeit sind, aber, und das fanden wir sehr interessant, eben zum Diskutieren oder zum Nachdenken anregen. Und ich glaube, gerade das Wichtige ist, dass man sich eben im Nachgang die einzelne Situation anguckt und da ins Gespräch kommt. Die Vera hat gesagt, wie die Vera schon gesagt hat, auch bei uns intern hat es zu vielen neuen Impulsen, neuen Gedankenspielen geführt. Und auch das wollen wir eben nach außen tragen, mit euch teilen, aber natürlich auch gerne mit euch weiterspielen oder weiter diskutieren, weil ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial an allen Ecken, in vielen Branchen, vielen Richtungen. Und ich glaube, wir sind dann am Anfang von dieser ganzen Reise, aber ich glaube, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich glaube, dann würde ich jetzt auch schon, Volkmar, fast zu dir übergeben, weil ich glaube, von unserer Seite aus, das möchte noch einer meiner Kollegen. Genau. Und dann würde ich gerne den entweder zu dir Volkmar übergeben oder den Raum wieder öffnen, falls noch irgendjemand irgendwelche Fragen hat. Wir sind jetzt alle vier präsent, wir laufen nicht weg. Also wenn noch irgendjemand irgendwas diskutieren oder einen Raum werfen will, gerne über den Chat, Telegram. Ich habe hier gerade vor mir alles offen. Wenn irgendwo was hochploppt, werfe ich es gerne in die Runde. Oder natürlich gerne Wortmeldungen.
Genau, dann einfach das Mikrofon freischalten und los geht's. Wir müssen auch momentan gar nicht mit der neuen Handfunktion arbeiten. Ich denke, wir können einfach loslegen. Dann habe ich mal eine Frage. Ich habe so versucht, dieses ganze Thema agiles Lernen mal für Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, irgendwie zu erklären oder erklärbar zu machen. Also das fiel mir immer nicht so schwer. Man erzählt immer eine ganze Geschichte dazu, aber vielleicht geht es euch anders. Kann man agiles Lernen so in einem Satz beschreiben? Oder ich könnte die Frage jetzt noch ein bisschen ergänzen. Ist Lernen eigentlich immer agil? Die zweite fällt mir etwas leichter. Da ist die Antwort nein. Da habe ich einfach dann schon einfach andere Sachen gesehen. Ich verstehe, was du meinst, dass das in einen Satz zu packen, finde ich auch, fällt mir auch immer wieder schwer. Und ich weiß, dass der Manuel zusammen mit unserer Tamara mal eine wirklich schöne Definition zusammengebaut hat. Aber die hat auch eine gewisse Spannweite. Die ist auch im Lernpfad. Die ist sogar mit dabei. Ich glaube, was so für uns die wichtigsten Aspekte sind, ist einfach, wie arbeitet man agil? Was sind da so die wichtigsten Aspekte? Worum geht es beim agilen Arbeiten insgesamt? Dieses Enabling von Teams, Entscheidungen nicht mehr unbedingt hierarchisch zu treffen, sondern in einem Miteinander. Aber es geht auch ganz, ganz sicher um diese unterstützende Funktion. Und ich weiß, dass du ja auch gleich dazu eine Session anbietest, ob man einen agilen Lerncoach an der Stelle braucht. Diese Unterstützung ist im Agilen sehr, sehr stark drinnen. Also wenn man sich mit Scrum beschäftigt, und ich möchte ganz sicher sagen, dass es andere agile Methoden gibt als Scrum, aber wenn man sich mit Scrum beschäftigt und wie Scrum Menschen an diesen Prozess, diese Selbstständigkeit hinführt, ist da sehr, sehr viel drinnen, was man auch in Expertiseforschung bestätigen kann und wie man miteinander umgehen kann. Und ich glaube, man probiert etwas, man schmeißt auch Sachen weg. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir viel zu selten im Lernkontext tun, dass wir irgendwas lernen und danach sagen, habe ich das in Frage gestellt und ich habe etwas, was ich gelernt habe, habe ich als unnütz erkannt und schmeiße das auch wieder weg. Das sind alles so Prozesse, die mit dem agilen Lernen möglich sind und vielleicht auch möglich sein sollten. Ist aber zum Beispiel in unserem universitären System in der Forschung ganz sicher, aber im Lehrsystem zum Beispiel nicht unbedingt immer gewollt. Also es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären. Ne? Man muss immer lang viel ausholen und ja, so mal einem Chef in einem kurzen Satz zu sagen, was es eigentlich ist, was anders ist beim agilen Lernen, das muss uns noch irgendwie gelingen, sonst haben wir da Schwierigkeiten, es rüberzubringen. Ne? Also ich habe ja zumindest in meinem Blogbeitrag mal die Sache ein bisschen einfach gemacht. Und klar ist das eine starke Vereinfachung, aber weil die Vera es gerade gesagt hat, im universitären Umfeld haben wir alle schon erlebt und in Weiterbildung und wo auch immer, häufig wird auf Vorrat gelernt. So, und das ist für mich wenig agil, wenn ich auf Vorrat lerne. Agil ist es für mich, und was heißt Agilität? Agilität heißt immer Anpassungsfähigkeit. So, agil heißt für mich, ich habe eine Herausforderung und ich lerne, um diese Herausforderung zu meistern. Das heißt also, Lernen und Anwenden steht da im direkten Zusammenhang. Und wenn das im Zusammenhang steht, dann ist es für mich agil. In allen anderen Fällen, okay, da habe ich halt eben Vorratslernen. Vorratslernen ist nicht schlecht, aber es ist ganz anders. Ja? Hier ist Sabine Reimers. Ich habe mal, was Vera sagt, ich würde sagen, selbstbestimmtes Lernen mit Unterstützung. Als Hypothese zur Definition. Hier ist Piwi. Ich glaube, also die Ursprungsfrage war ja von Karl-Heinz, wie kann ich das erklären? Und wenn wir das so im Business-Kontext haben, ich glaube, dann ist ganz wichtig, dass wir den Business-Kontext auch gut herstellen, weil sonst alles andere, wenn es im Business-Kontext rauslässt, hat so eine... so ein Lernen des Lernens willen und es muss ja am Ende des Tages auch so eine Wirksamkeit im Unternehmen
sichtbar werden. Und deswegen finde ich so die Idee vom Volkmar eigentlich mal ganz gut, dass ich sage, also ich würde es vielleicht, wenn mich fragt, was ist denn agiles Lernen, würde ich es versuchen, immer so zu beantworten, dass ich sage, es ist eine Anpassung an unsere Organisationsform auch. Also das Lernen sich jetzt auch an unsere neuen Organisationen anpasst und so agil wie unsere Organisationen werden und unser Prozess, also unser Alltag wird, so agil muss auch Lernen werden. Also dass agiles Lernen einfach die Chance mit sich bringt, Lernen nochmal viel dichter an den Arbeitsprozess ranzubringen. Also das ist so, der letzte Satz ist eigentlich so meins. Also agiles Lernen bringt das Lernen ganz dicht an den Arbeitsprozess und damit ganz stark die Wirksamkeit wirklich oder potenziert damit immer die Wirksamkeit von Lernen. Ich finde beide Punkte total gut und würde die auch beide unterschreiben. Ich glaube, was noch ein weiterer Faktor da ist, wir stellen den Lernenden komplett in den Mittelpunkt. Und der für uns wichtige Aspekt, auch gerade wenn man sich das agile Lernen bei den Quality Minds selber anschaut, beschäftigt sich ganz häufig auch wirklich mit dieser Work-Life-Balance. Wir arbeiten häufig als Consultants, ich habe es am Montag erklärt, und viele von uns sind in Projekten sehr stark eingespannt. Das heißt also, dieses am Arbeitsplatz lernen, was du gerade gesagt hast, Piwi, ist total wichtig. Aber wir wissen auch, dass viele unserer Kolleginnen und Kollegen manchmal etwas lernen wollen, um sich damit auch abzulenken oder um irgendwie sich weiterzuentwickeln über diesen Arbeitskontext hinaus, weil der ja manchmal doch etwas einschränkend ist. Und ich sehe ganz häufig bei uns, wenn ich mir unsere Lernziele anschaue, für die Quality Minds selber, dass Lernziele da entwickelt werden, die darüber nochmal ein gutes Stück hinausgehen, die vielleicht kreativer sind, um einfach uns als Persönlichkeit, weil wir bringen eigentlich alles, was wir sind, mit in unseren Job. Ja, aber Vera, das habe ich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich habe nicht gesagt, dass es also immer im unmittelbaren Kontext steht. Ich habe gesagt, dass es das dichter heranbringt. Also okay. Wenn ich feststelle, dass aus irgendeinem Grund Stricken einem Entwickler aus irgendeinem Unternehmen, ich bin ja heute privat hier, deswegen möchte ich keine Firmennamen nennen, so, also wenn das der Fall ist, dass Stricken einem Entwickler in irgendeinem Unternehmen weiterhilft, dann soll es Stricken sein. Also ja. Es muss auch, natürlich gehört da ein gewisser Freiheitsgrad rein, dass ich sage, also agiles Lernen bringt auch mit, dass ich dem Mitarbeiter die Verantwortung für das, was er lernt, übertrage oder viel mehr übertrage als in der Vergangenheit. Aber wie gesagt, es geht auch ganz stark um die Wirksamkeit. Und ich glaube, agiles Lernen hat eine große Chance, zu glänzen, indem wir beweisen, dass die Wirksamkeit viel höher ist, als so, wie wir es in der Vergangenheit getan haben oder jetzt auch leider immer noch tun, Leute zum Training schicken, dann eine Wirksamkeitskontrolle ausfüllen und dann einen Haken dran machen. Das ist ja kein Lernen, aber so findet ja Lernen nur ganz viel statt. So. Wir müssen sagen, dass die Wirksamkeit zu einem anderen Zeitpunkt aber viel sichtbarer ist, als auf so einem blöden Zettel. Das würde ich entscheiden. Hi, hier ist Nele Graf. Ich wollte gerne auf Piwis nochmal antworten. Ich sehe das genauso und ich fand auch alle anderen Punkte ganz wichtig. Mit der Selbststeuerung, das, was Volkmar gesagt hat, mit dem Thema, dass es nicht Vorratslernen ist, sondern eher dieses Learning on Demand. Ich finde aber ganz wichtig, dass wir das nochmal auf eine andere Ebene auch heben. Das heißt, agiles Lernen ist nicht nur das auf das Individuum bezogen, sondern da steht ein ganzes Mindset hinter, eine Kulturentwicklung etc. Das heißt, es geht ja um die Anpassungsfähigkeit an eine sich permanent ändernde Umwelt. Und es geht um Lernen von Bekannten, das ist so dieses auch Vorratslernen, das ist Trainings etc. Und es geht aber auch um das Lernen von noch Unbekanntem. Also wie nähern wir uns neuen Sachen? Piwi und ich haben dazu eine schöne Diskussion auch geführt, was ist quasi Change und was ist Transformation? Und Transformation ist ja das Lernen, wo wir noch nur eine Vision, aber kein Ziel haben und wo wir noch gar nicht wissen, wo es hingeht. Und das heißt eigentlich agiles Lernen, auch Lernen von Unbekanntem und auch mit agilen Lernformaten, also kollaborativ miteinander. Aber ich glaube, das ist mir persönlich in diesem Thema ganz wichtig, dass wir das nicht nur auf den individuellen Lernprozess beziehen, sondern als Verständnis eines neuen Mindsets und einer neuen Idee von Lernen. So, jetzt hatte sich der Manuel schon ein paar Mal gemeldet. Ja, ich fand, vielen Dank Nele und auch vielen Dank Piwi. An Piwi anknüpfen, weil du gerade den Begriff der Freiheit gerade gewählt hast und es wäre mir noch
ein Aspekt, der beschränkt sich ja nicht nur auf, oder der sollte ja nicht nur die Inhalte betreffen, sondern, und das finde ich, knüpft an die agile Vorgehensweise eben auch zum Beispiel in Scrum, im Scrum-Framework an. Wir haben einen ganz tollen Kollegen, den Christian, der im Requirements Engineering tätig ist, und der hat für mich einen ganz klaren Zugang, der immer davon spricht, es gibt einmal den Problemraum und einmal den Lösungsraum. Und nachdem ich selber sehr, sehr lang in der Lehre tätig war, ist für mich genau dieser Change auch im Mindset, wenn man das so sagen möchte, aber der ist auch wichtig, finde ich, im agilen Lernen generell, dass wir Lernenden nicht den Lösungsraum die ganze Zeit vorgeben, sondern mit ihnen genau in diesen Problemraum gehen und sagen, was ist denn das Problem, was brauchst du, was ist dein Bedarf? Und dann natürlich unterstützen, dabei tätig sind, eine eigene Lösung für diese Anforderung oder für diesen Lernwunsch oder auch das Lerninteresse zu erarbeiten. Aber ich glaube, das wäre auch für mich jetzt wieder in Abgrenzung, weil wir es vorhin schon von dem formalen Bildungssettings wie der Universität hatten, dass man eben erstmal mit Lösungsvorschlägen oder Lösungsansätzen eher ein bisschen vorsichtig ist und eher genau rauszufinden versucht, was die Lernenden oder der Lernende eben braucht und möchte auch und was umsetzbar ist. Vielleicht auch dazu gleich mal. Ja. Nehmt die Grund, darfst gerne. Danke. Ich versuche auch eine Zeit lang was zu sagen, aufgrund dessen, was Manuel gesagt hat. Also ich habe für mich so diesen Begriff agiles Lernen, lernen, wann es braucht. Also in dem Moment, wo ich was brauche, tue ich es. Und das kann sein, weil ich eben gerade ein Problem habe. Das kann sein, weil sich irgendeine neue Technik ergibt. Und es kann aber auch sein, weil sich das Team verändert. Also Lernen findet ja in unterschiedlichen Themen statt. Und für mich heißt agil in dem Moment wirklich ein Stück weit flexibel, nämlich auf das reagieren, was gerade aktuell da ist. Und nicht das, was wir glauben, das vielleicht kommen könnte. Und eben auch mit der Haltung, der Lerner weiß tatsächlich, was er braucht. Er braucht uns meistens ja nur, um zu entdecken, was er braucht. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich bin nicht der allwissende Trainer, aber ich habe ein Gespür dafür, wenn jemand vor mir steht, dass ich ihm sagen kann, wenn ich jetzt in deinen Schuhen drin wäre, dann hätte ich das Gefühl, mit dem und dem käme ich vielleicht nicht zurück. Ja, jetzt, wo du das sagst, dann kommt das. Und das meine ich damit, das, glaube ich, ist agiles Lernen. Also ein Stück weit auf die Gegebenheit eingehen. Ich weiß aber nicht, was brauche. Normalerweise. Vielen Dank dafür. Dann schließe ich an deine Aussage direkt die Frage an, die der Kai gestellt hat. Dieses Wie, also wie erreiche ich die Menschen? Du hast es gerade so schön als ein Gespür für den Menschen entwickelt. Vielleicht eine Frage an meine drei Kollegen. Ja, was haltet ihr von diesem Wie? Wie erreicht man diese Menschen? Also dann würde ich gleich natürlich antworten. Das Wie, wenn ich habe jetzt leider die Frage nicht mehr im Chatverlauf gesehen, ob die sich generell. Wie erreicht ihr die Menschen und macht ihnen bewusst, dass Menschen sich weiterbilden müssen? Ah, okay. Also ich würde natürlich, klar, da stecke ich in meiner Rolle als Lerncoach drinnen, natürlich das intensive Face-to-Face-Gespräch suchen. Und das ist in der Regel, das muss jetzt nicht immer sein, dass ich einen Termin ausmache und sage, also nächsten Mittwoch um 13 Uhr oder um 16 Uhr treffen wir uns. Das kann natürlich auch manchmal in Nicht-Corona-Zeiten in der Kaffeeküche sein. Das ist aber auch manchmal ganz einfach, wenn man ohnehin gerade zu tun hat. Also das zählt für mich zu einem agilen Mindset auch dazu, dass man nicht nur auf seine, sage ich mal, andersrum, dass es nicht so starre Funktionszuschreibungen gibt. Also das heißt, ich persönlich zum Beispiel bin zwar Lerncoach, aber habe ganz häufig auch mit unserem Kollegen in Marketing was zu tun, weil mir das einfach auch Spaß macht. Und dann ist es ganz natürlich, dass wir einmal über einen Entwurf für irgendeine Landingpage reden und dann hänge ich halt hinten noch dran und sage so, okay, ich merke, da ist irgendwas, wo man vielleicht auch drüber lernen kann. Also das ergibt sich wirklich immer wieder. Und dann kommt man ganz automatisch in sowas rein. Wenn es dann länger dauert, okay, dann mache ich einen extra Termin. Aber ich merke einfach auch wieder so im Sinne Mindset, es ist halt eine Grundhaltung. Und wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma als einen der Grundwerte das Lernen festgeschrieben. Lernen
im Sinne einer Haltung. Es gibt Neues, es gibt eben Unbekanntes, das wurde ja gerade schon gesagt. Und das ist nichts Schlimmes, das bedroht uns nicht. Also es ist nicht so, ich habe manchmal den Eindruck, dass auch das Nichtwissen oder das Unbekannte immer als etwas wie so ein schwarzer Raum, der uns da irgendwie bedroht, empfunden wird. Und ich glaube, das ändert sich gerade auch, dass man sagt, nee, da gibt es noch eine Menge zu entdecken. Wir sind jeder für sich auch irgendwie Explorer, die diesen Raum eröffnen können. Und klar, da geht man halt immer mal wieder kleine Schritte, aber mit jedem Schritt kann man die Taschenlampe in diesen Raum vielleicht werfen oder es öffnet sich sogar eine Tür und das Licht fällt zu einem, also welche Metapher man auch immer da wählt. Aber ich finde, ihr merkt, da hängt auch viel, hängen viel Kulturthemen dran. Und ich persönlich, also wenn die Frage von Kai, die von Kai gestellte Frage von mir persönlich beantwortet ist, ich würde sagen, erstens, ich als Lerncoach suche immer das persönliche Gespräch und versuche genau das wachzurütteln, diese Freude und diese Begeisterung. Aber die ist in der Regel eigentlich auch schon da. Und da stimme ich der Sigrid, glaube ich, zu. Das muss eigentlich nur noch mal neu entfaltet werden oder entfacht werden oder ist eben eh schon da. Wenn ich da noch was ergänzen dürfte, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden übergangen. Es hat natürlich auch ein bisschen was, wie ich mich als Führungskraft da verstehe, zu tun. Also, dass ich diesen Lernraum gebe, dass ich nicht weiß, was zum Ende endet. Also, wenn ich ein agiles Softwareprojekt starte, weiß ich nicht unbedingt, welche Software zum Ende kommt. Ich habe eine Vision von der Software, aber ich weiß nicht genau, wie die aussieht. Und ich glaube, das ist auch das Schöne für mich, was Lernen ausmacht. Mit jedem einzelnen Lernenden, mit dem ich mich beschäftige oder mit der ich mich beschäftige, ist die Reise unterschiedlich. Manchmal sind die einzelnen Prozessschritte, die einfach ungewöhnlich sind, oder aber auch das Ergebnis kann ich eigentlich nicht vorhersagen. Und das muss ich als Führungskraft auch anerkennen und das muss ich wollen. Und wie fängt häufig in ganz, ganz vielen Unternehmen mit den Führungskräften trotzdem an. Das heißt, manchmal hat man so schöne Graswurzelbewegungen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen und sagen, hey, ich will das unbedingt probieren. Aber ganz, ganz häufig ist es trotzdem, dass auch eine Führungskraft sagen muss, ich habe ein absolutes Vertrauen in diesen Weiterentwicklungswunsch meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in meine Teams hinein. Und dieses Vertrauen, diesen Mut zu sagen, ja, wir schaffen das gemeinsam, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt von diesem Wie. Und das heißt auch, viele dieser Überzeugungsarbeit, wie Lernen sein kann, ist einfach an den Führungskräften anzusetzen, zu sagen, hey, einfach mal probieren und einfach auch mal, ja, nicht, dass es vielleicht mal nicht klappt, dass dieser Sprint Null ganz häufig auch vielleicht mal nicht funktioniert. Das muss man einfach anerkennen. Und das dadurch lernen aber Lernende ganz, ganz viel über sich selbst und auf der metakognitiven Ebene, also was sie über sich selbst erfahren können, sind immer dann, wenn sie nicht was unbedingt schaffen, mindestens genauso wertvoll. Das muss man aber dann halt trotzdem gemeinsam, also wir glauben halt mit einem Lerncoach aufarbeiten, um zu sagen, da geht es einfach danach im nächsten Schritt hin, da habe ich mich weiterentwickelt. Und das ist für mich einfach ein dieser diese wichtigen Punkte für dieses Wie. Ich sehe da ganz viele Parallelen also zum Lean-Management am Ende des Tages, auch in der Verantwortung einer Führungskraft, ja, dass du also immer wieder im Gespräch darauf eingehst, also wo bist du weitergekommen, wo bist du nicht weitergekommen, woran lag es, so, und was nimmst du dir jetzt als nächstes vor und wie kann es weitergehen, ne? Und da, glaube ich, ist es aber ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir nicht in so eine Lernromantik verfallen, ja, so, sondern wirklich, wirklich, und deswegen finde ich die Frage von Karl-Heinz nochmal super wichtig, damit wir also auch in die Unternehmen, wo es dieses Lerncoaching noch nicht gibt, also von Anfang an sicherstellen, dass also auch allen klar ist, was hat das Unternehmen davon, ne? Und da müssen wir einfach auch, deswegen finde ich das Porsche-Modell, fand ich so gut, die diesen Kreis aufgezeigt haben, so was ist die Rolle des Mitarbeiters, was ist die Rolle der Organisation, was ist die Rolle im Team. Ja, so, und das müssen wir bespielen. Also das so, glaube ich, damit diese Lernromantik da uns nicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht und sagt, ja, jetzt kommen die schon wieder mit irgendwie so selbstbefreiten Kram daher. Und genau, und es darf nicht Lernen des Lernenwillens bleiben. Das ist ganz wichtig. Also das kann privat sein, aber im Unternehmen, wenn wir im Unternehmen erfolgreich sein wollen, wenn es darum geht, Lernräume zu schaffen und Freiheitsgrade auch entwickeln zu können in Unternehmen. Also dass so mutig wie ihr seid und so mutig wie die bei Fiesmann sind und dass es in anderen Unternehmen aufträgt, glaube ich, braucht es aber auch wirklich
wenn er sich auf die andere Seite des Schreibtisches setzt, klare Argumente, was hat das Unternehmen davon, ne? Ja, das ist ein Haltungsthema, ne? Also mit welche Haltung habe ich jetzt, sage ich mal, als oberste Führungskraft? Was gebe ich vor auch für mein Unternehmen als Ziel? Und welche Rolle spielen da die Mitarbeiter? Und wenn die Mitarbeiter da eine eher untergeordnete Rolle spielen, dann kannst du, egal mit was, keinen Stich machen. Punkt. Wenn die Mitarbeiter aber eine wirklich herausgehobene Rolle spielen, im Sinne von mir als Firmenchef, ist es vollkommen klar, ich kann da oben strampeln, wie ich will. Wenn die unten nichts machen, dann geht das Ding nicht vorwärts. Nur dann habe ich eine Chance. Das heißt, das Ganze steht und fällt mit dem Mindset. Das heißt, Mindset von den obersten Führungskräften und natürlich dann dem Mindset von den Mitarbeitern. Weil wenn ich eine sehr starke Mitarbeiterschaft habe, die in einem Fixed-Mindset verhaftet ist, dann habe ich auch Thema, dann muss ich auch das erst aufweichen und denen die Möglichkeit geben zu erfahren, dass es ja gar nicht schlimm ist, wenn ich was nicht gleich weiß. Ne? Das ist, ja, Versuch und Irrtum. Und ich weiß aus meiner Ausbildung, ich habe 2 Ausbildungen parallel gemacht. Eine war in den 80er Jahren, unter anderem in der IT. Und damals hieß es, Praxis ist der beste Test. Und ich hatte das damals nie verstanden. Heute muss ich sagen, erwische ich mich selber dabei, dass ich sage, Praxis ist der beste Test. Also das ist tatsächlich so. Das, ja. Und ich glaube, da braucht es mehr Trauen, mehr Vertrauen der Führungskräfte in die Mitarbeiter und der Mitarbeiter in die Führungskraft und auch in sich selber. Und auch wir als Lernbegleiter, als Lehrende, als Lernende, für uns genauso. Und ganz ehrlich, ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich trage den Hund nicht zum Jagen. Also wer mag, geht mit und wer nicht, lässt bleiben. Ja? Also das ist ganz allein dem seine Entscheidung. Also das ist, mir ist es da echt zu blöd zu diskutieren. Manuel. Ja, also mir ist auch wichtig, danke Sigrun. Ich meine, klar haben Führungskräfte Führungsaufgaben und so weiter, aber natürlich sind Führungskräfte meiner Meinung nach genauso Lernende wie alle im Unternehmen. Wir haben alle unsere Lernbaustellen. Und ich habe auch schon Lerncoaching-Gespräche mit unserem CEO gemacht. Also zumindest dem, der in Nürnberg ist, nicht mit Vera und Michael. Aber genau, und das Bewusstsein, finde ich, das brauchen wir auch. Also ich habe auch schon mal so also ironisch zu einem Bekannten im Netzwerk gesagt, der eben Führungskräfte-Trainings macht. Und ich sage, naja, mach doch mal so einen Reverse-Training, wo du sagst, die Führungskraft setzt sich mit ihrem Team zusammen und lässt sich von den Teammitgliedern eine Empfehlung geben, welche die nächste Schulung ist, ja, und sich mal vorgeben, was sie wie zu lernen hat. Und dann kann man die Erfahrung mal teilen. Also wichtig wäre mir bei dem Ansatz, da sind wir wieder in einer grundlegenden kulturellen Frage, aber dass wir, sage ich wirklich als Kollektiv, alle im Unternehmen als Lernende begreifen. Und das ist eigentlich toll, weil dann kann das so sein, dass mal einmal die Führungskraft, weil sie da einfach mehr Erfahrung und Vorwissen hat als meinetwegen ein Abteilungsmitglied oder ein Mitglied in der Gruppe, Arbeitsgruppe, hier Wissen weitergeben und umgekehrt geht ja der Austausch auch. Und dann kann ich auch einen Hinweis an meine Führungskraft geben und sagen, du, darüber bin ich gestolpert, ist vielleicht ganz toll und wichtig für uns, weiß ich nicht, aber lass uns drüber sprechen. Ja, ich finde das alles ganz wunderbar, dass wir jetzt auch schon wieder über die unterschiedlichen Ebenen sprechen. Ich habe ja in meinem Blog bewusst geschrieben, dass der Lerncoach wirklich eine ganz anspruchsvolle Aufgabe ist, weil er eben, ich sag mal, die Kohärenz zwischen diesen verschiedenen Ebenen herstellen darf. Und dazu gehört eben insbesondere auch die Haltung natürlich. Wenn die Haltung nicht passt, wird in keiner Ebene was passieren, weder im Ich noch im Wir noch in der Organisation insgesamt. Und insofern ist die Haltung natürlich immer die Basis. Und Nele hat es ja vorhin auch schon gesagt, ihr ist auch das Mindset als solches ganz wichtig. Für mich ist das deutsche Wort Haltung, ja, weil Haltung äußert sich im Übrigen auch in der Haltung selber. Ja. Also insofern spricht mir das aus der Seele. Ich hatte in meinem Blogbeitrag nochmal versucht, so ein bisschen herauszukitzeln, ob der eine oder andere eine Idee hat, wie man unterschiedliche Rollen gestalten kann. Weil gerade in agilen Settings ist es ja oft so, dass insbesondere das mittlere Management ja so ein bisschen besorgt ist darum, was es denn noch machen darf und was es nicht mehr tun soll. Und so ähnlich könnte ich mir vorstellen, sind die Herausforderungen auch manchmal in dem Lerncoaching oder in dem Lernsetting.
Und der Harald hatte am Mittwoch schon gesagt, dass er teilweise dann zwei Hüte auf hat. Einmal ist er der Lerncoach und einmal ist er der, ja nicht Product Owner, sondern der Lernowner. Und das würde mich nochmal interessieren, was ihr dazu meint. Wie kann man sozusagen auch mal die Rollen da etwas klarer benennen auch? Harald, magst du oder kann ich noch? Du darfst gerne anfangen. Also eine der wichtigen Grundwerte in agiler Zusammenarbeit ist für mich Transparenz und das Bemühen zumindest, Transparenz herzustellen. Natürlich kann man da auch nicht alle Eventualitäten vorhersehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel in einer gewissen Umgebung agiles Lernen mit Coaching-Unterstützung, wie wir es machen, einführt, ist mir immer besonders wichtig, sich wirklich dafür einzusetzen, erstens mal von vornherein viel, viel Transparenz herzustellen. Und das heißt, eben zum Beispiel mit beauftragenden Instanzen, Sponsoren, wie auch immer, zu klären, wie machen wir das eigentlich und was wissen wir jetzt schon und wie kriegen wir quasi über die Zeitdauer regelmäßig Punkte der Evaluation und der Reflexion hin, also so nach dem Motto Inspect and Adapt, wie man es ja auch aus der agilen Softwareentwicklung kennt, um zu sagen, genau, wir bemühen uns jetzt mal, diese Rollenklärung in diesem Kontext, und das fällt natürlich je nach Kontext und den beteiligten Personen immer ein bisschen anders aus oder sogar grundlegend anders, aber das herzustellen, dass man sagt, wir bemühen uns um ein gemeinsames Verständnis dessen, was wir jetzt gerade hier machen und was wir eigentlich auch wollen. Und das kann dann natürlich sein, dass man nach 2, 3 Iterationen oder nach einer gewissen Zeit Dinge nochmal anders entscheidet. Also von daher würde ich davon abraten, Rollen fest zu definieren und fest zu schreiben, sondern relativ viel in Zeit, also zunächst mal Anfangszeit zu investieren, um so ein gemeinsames Verständnis von diesen Rollen zu gewinnen. Auf allen Ebenen, also mit den Lernenden, mit zum Beispiel Beauftragenden oder wie du gesagt hast, so den Learning Ownern. Ja. Genau. Aber Harald, du wolltest, glaube ich, noch was ergänzen, genau. Ich habe gesehen, die Britta hat sich auch gemeldet, sogar ganz vorschriftsmäßig. Ja, Britta, Ladies first. Ja, danke schön. Wenn wir jetzt die Funktion schon haben, dachte ich, nutze ich die mal. Ja, absolut. Ich würde ganz gerne, weil ich merke, dass hier sehr starke Sensibilitäten drin sind, eine andere Rolle mit reinbringen. Ich arbeite sehr stark mit Betriebsräten zusammen. Und ich höre im Unterton vielleicht immer so ein bisschen, dass die Betriebsräte sind die Verhinderer. Das würde ich mir anders wünschen. Und was ich feststelle, weil ich auch gerade im Bereich der Personalplanung da unterwegs bin, da vielleicht einfach eine größere Zusammenarbeit herzustellen und den Betriebsrat einfach auch als gleichwertigen Partner zu sehen. Und die Ängste, die dort mit auf dem Weg sind, ist ja letztendlich, dass Menschen abgehängt werden. Dass etwas passiert, gerade im Lernen, dass Menschen nicht hinterherkommen, gerade was Digitalisierung anbelangt. Und es geht immer um Arbeitsplatzsicherung. Und da wünsche ich mir einfach eine andere Kommunikation mit Betriebsräten, mit Arbeitnehmern, dass keiner abgehängt wird, sondern dass da so eine Sicherheit ist, wir wollen die Arbeitsplätze für euch erhalten. Und wie gestalten wir es zusammen und da gut in Vereinbarung reinzugehen. Es wäre mir ganz wichtig, das Anliegen mal loszuwerden. Und wenn da Bedarf ist, stehe ich immer gerne zur Verfügung, in dem Bereich nochmal zu sprechen. Für mich ist wichtig, eine Zusammenarbeit herzustellen und nicht zwei Positionen zu haben. Hier ist der Betriebsrat, da ist der Arbeitgeber, sondern wie geht es einfach zusammen? Vera, du möchtest? Britta, da bin ich komplett bei dir. Ich habe momentan auch, also wir sind sehr stark im IT-Bereich unterwegs. Das heißt, Betriebsräte sind für uns etwas seltener als in vielleicht in anderen Branchen. Allerdings auch ich habe in der letzten Zeit sehr viele Kontakte zu Betriebsräten, weil sich viele meiner Kunden momentan einfach Betriebsräte haben, einfach aufgrund der Größe oder weil sie das gerade neu etabliert haben. Und ich kann das einfach nur komplett auch so unterstützen. Die Arbeitszusammenarbeit zwischen, ich glaube überhaupt nicht, dass Agilität und Betriebsrat sich an irgendeiner Stelle wirklich ausschließt. Und es sind manchmal viele Missverständnisse da, wie zum Beispiel verschiedene Abhängigkeitsstrukturen da sind. Deshalb habe ich mich in der letzten Zeit auch sehr stark mit einem Arbeitsrechtler dazu zusammengesetzt, um überhaupt rauszufinden, woher diese Missverständnisse bisweilen auch kommen. Aber ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, dass man da wunderbar in die Zusammenarbeit gehen kann. Und ich kann bisher sagen, dass die Zusammenarbeit mit den Betriebsräten, die ich da erfahren durfte, sich eigentlich immer sehr befruchtet hat, weil es meistens gute Fragestellungen waren, die nochmal sehr viel stärker um den Schutz des Mitarbeiters und der Mitarbeiterin sich gedreht haben. Weil genau das ist ja auch das, was wir wollen. Wir sagen, wir wollen den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin in den Mittelpunkt stellen. Und dann ist einfach auch das, was der Betriebsrat da möchte, schließt sich in meiner Welt überhaupt nicht aus. Und das tut es insgesamt auch mit den Agilitätsthemen nicht.
So, Harald, wolltest du jetzt erst? Hat sich letztendlich, oder ja, hat sich nicht erledigt, war eigentlich das Thema noch von vorn, wo du gemeint hast mit den zwei Rollen. Da wollte ich eigentlich nur den Manu nochmal beisteuern. Ja, man braucht Transparenz, und was ich vor allem noch erlebt habe, das Thema auch das Commitment jedes Mal wieder einzuholen oder Feedback. Weil du es vorhin angesprochen hast mit den Azubis, dann war es wirklich so, dass irgendwann das Feedback kam: Harald, wir wissen jetzt nicht, wann du unser Product Owner bist, wir wissen nicht, wann du unser Scrum Master bist. Wo ich sie dann auch wieder mit ins Boot geholt habe, gesagt: Ja, dann lasst uns was Gemeinsames ausmachen. Soll ich, keine Ahnung, zwei verschiedene Hüte aufziehen, oder wie können wir allen transparent machen, wann ich welche Rolle habe? Ja. Und dann hatten wir es in dem Fall sogar so, dass wir noch jemand anders mit reingeholt haben, damit einfach, ich sag mal, physikalisch zwei verschiedene Personen da sind. Ja. Weil es halt irgendwann schwierig ist, wenn man irgendwie mit der gleichen Person redet, die einmal Coach ist, eine Minute später Product Owner und dann kurze Zeit deinen Prozess verändern wird als Scrum Master. Das ist einfach schwierig. Aber da wollte ich einfach nochmal sagen, holt letztendlich euren Stakeholder oder euren Kunden mit ins Boot und fragt ihn, wie kann er es denn am besten unterscheiden, wie kann er denn am besten damit umgehen. Ja, und insofern finde ich auch den Begriff der Mandate sehr schön. Ne? Welches Mandat hast du gerade? Ne? Welches Mandat verantwortest du gerade? Und insofern passt das ja ganz gut, was du gerade gesagt hast. Ja. Ein Punkt, den ich noch ganz kurz loswerden möchte. Ich plädiere in dem Zusammenhang ja immer, und die Britta hat das vorhin so schön gesagt, bitte lasst uns doch gemeinsam mit dem Betriebsrat was machen. Ich plädiere in so einem Zusammenhang ja immer von einem Product Owner Team. Dass man sagt, okay, setz doch ein Team zusammen, was das Learning Ownership sozusagen innehat, was die verschiedenen Perspektiven berücksichtigt. Eben auch die Perspektive des Mitarbeiters, der vielleicht nicht so schnell sich umstellen möchte oder kann oder wie auch immer. Also das wäre mir noch ein Anliegen, dass man einfach mal prüft, auch mal diesen Handlungsrahmen ein bisschen zu erweitern. Nicht? Ich weiß, dass der im Scrum so mit einzelnen Mandaten ist, aber warum nicht auch an der Stelle, wir machen das im Agilen auch so, warum nicht auch an der Stelle wirklich ein Product Owner oder Learning Owner Team einzusetzen. Ne? Gut, jetzt habe ich ihn nicht aufgepasst. Wer hat sich als nächstes gemeldet? Vera? Ich persönlich bin ein großer Fan von einem Product Owner, deshalb glauben wir auch, dass wir die Verantwortung den Lernenden übergeben sollen, weil wenn man viele Product Owner hat, man auch zu einzelnen Konflikten im Prozess kommt, die einfach manchmal störender sind, als sie sein müssten. Was ich aber an der Stelle sehr empfehle, und das kann man im Lernen auch wunderschön umsetzen, ist der sogenannte Drei-Amigo-Ansatz, den wir auch aus der Softwareentwicklung kennen und der in sehr vielen Software-Teams auch sehr erfolgreich eingesetzt wird. Das heißt also, man hat auf der einen Seite den Product Owner, der die Position der Lernenden hier vertritt. Man hat aber auch einen Software-Developer. Das wäre hier an der Stelle vielleicht der Betriebsrat, oder es könnte auch jemand sein, der vielleicht in diesen Prozessen mehr eingebunden ist. Und man hat den Tester dabei. Oder vielleicht ist auch die Rolle des Testers sehr mit der Rolle des Betriebsrats hier zu vergleichen, und baut dadurch ein Team auf und bespricht diese Sachen, bevor sie in den eigentlichen Sprint oder das betrifft vor allem Lehrziele, meiner Meinung nach etwas weniger Lernziele, sondern mehr diese Lehrzielaspekte, zu gucken, wie kann man da wirklich die wichtigsten Sachen schon vorher heben, bevor sie eigentlich den Teams vorgestellt werden. Und da also den Drei-Amigo-Ansatz, wenn da jemand Fragen hat, stehe ich auch gerne für Rückfragen bereit, weil ich das einfach einen super schönen Ansatz finde, um einfach einen klaren Austausch zu fördern und hier einfach nochmal neue Fragestellungen einfach aufzuwerfen. Ja, sehr schön. Manuel, wolltest du jetzt als nächstes? Ich habe jetzt wieder nicht genau hingeguckt. Ja, danke, doch. Und zwar wollte Britta hat gerade die Hand gehoben, also ach so, ein bisschen verunsichert. Nee, dann Britta, gerne du. Oder hast du die Hand einfach nur nicht zurückgeführt, Britta? Das kann auch sein. Ich glaube, das habe ich vergessen. Entschuldigung. Ja, alles gut. Dann, Manuel, bitte. Okay, super. Dann würde ich gerne noch eine Frage von Christian Martin aufgreifen, nämlich die Frage Transparenz versus Confidentiality als Coach. Wie passt das zusammen? Genau, ich glaube, Transparenz würde ich jetzt persönlich nie so interpretieren, dass alles immer sozusagen überall präsent ist oder einsehbar, alle Dinge. Und gerade wenn das natürlich ins Coaching geht, würde ich sagen, es muss allen transparent bewusst sein, wo zum Beispiel ein vertraulicher Rahmen ist. Also, was ich zum Beispiel mit einer Führungskraft klären werde, ist, dass ich auch, wenn ich beauftragt werde von der Führungskraft, nicht einen Rapport eines Lerncoachingsgesprächs geben werde, sondern ich sage, ich interpretiere die Lerncoaching-Rolle in dem Moment, wenn ich es jetzt auf individueller Ebene habe, auf Teamebene oder in einem größeren, agilen Lernsettings, wo man mit Lernteams sozusagen arbeitet, das machen wir ja auch, ist es was anderes, aber auf individueller Ebene sichere ich den Lernenden zu, pass auf, was wir hier unter uns
thematisieren, das bleibt unter uns. Auch das ist ja in der Agilität in Retros üblich und wird meistens mit der Vegas-Regel bezeichnet. Ich finde, das ist aber auch sehr wichtig, weil das gibt erst die Freiheit und öffnet die manchmal die Schleusen, aber manchmal ist es halt einfach auch, sage ich mal, Standard, dass man sagt, ich kann wirklich über das reden als Lernender, was mich gerade auch vielleicht bewegt oder belastet, was mir auch Spaß macht, was schön ist, ja, und dann ist es, dann kann es halt auch sein, dass jemand zum Beispiel im Lerncoaching-Gespräch sagt, du, das wird sich eh in ein paar Monaten alles ändern, weil meine Frau ist schwanger oder ich bin schwanger oder so. Und dann ist das vielleicht noch keine offizielle Nachricht, die ich jetzt weitertrage, aber ich weiß schon, okay, er hat es halt mir gesagt oder sie hat es mir gesagt. Und deswegen, also die Antwort darauf wäre für mich, transparent heißt auch herzustellen, wo was vertraulich behandelt wird. Und das muss auch wiederum allen in den, also allen unterschiedlichen Rollen in so einem Setting am besten bewusst sein, oder man arbeitet eben darauf hin, dass diese Transparenz sich einstellt. Und gleichzeitig Vertraulichkeit sollte auch wirklich Vertraulichkeit sein. Die ist aber natürlich so, das biete ich auch den Lernenden immer an und sage, du kannst mir aber auch, da sind wir wieder bei dem Begriff Mandat, den der Volkmar schon benutzt hat, du kannst mir aber auch ein Mandat geben. Hatte ich tatsächlich bisher nur ein einziges Mal, dass mich jemand, der sehr schüchtern war, gebeten hat, die Führungskraft anonym zu fragen. Und dann bin ich eben zur Führungskraft und habe gesagt, also ich habe dieses und jenes Lernziel. Würdet ihr das für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen? Und dann kam ein It depends on natürlich zurück und dann konnte man das nochmal klären und so weiter. Aber also das sind meine Gedanken zu dieser Frage. Und Christian, ich hoffe, ich habe sie damit ein bisschen beantworten können. Ja. Super, danke. Gut, ein paar Minuten hätten wir noch, bevor dann gleich Simon oder Jochen was zur nächsten Woche sagen wird und nochmal der Hinweis auf die anschließenden Barcamp-Sessions kommt. Also wer mag noch? Vielleicht kann ich ja mal was einbringen. Mein Name ist Volker David. Ich bin Arbeitswissenschaftler von meiner Ausbildung her. Und für mich geht die Diskussion noch ein bisschen zu sehr in Richtung Lernen als Sonderveranstaltung. Ich selber bin sehr damit beschäftigt, arbeitsintegriertes Lernen zu unterstützen und zu begleiten. Und was mir eigentlich immer noch ein bisschen fehlt, ist, wenn das agile Lernen vor allen Dingen auch ein Stück weit ein selbstorganisiertes Lernen ist, bedarf es eigentlich auch der richtigen Anlässe. Und da bringe ich mal das Stichwort lernförderliche Arbeitsgestaltung mit in die Diskussion. Das heißt, wenn ich zum Beispiel am Montageband einen 1,5-minütigen Arbeitsinhalt habe, stellt sich für mich schwer die Frage, wo ist da die Lernförderlichkeit? Und wo brauche ich tatsächlich dann entsprechenden Freiraum, um die Dinge für mich zu organisieren? Das heißt, ein wichtiger Bestandteil sollte auch sein, dass man mal schaut, wie sind denn die Aufgabenzuschnitte, die Arbeitsinhalte und die Arbeitssysteme gestrickt und bieten die überhaupt entsprechende Lernanreize und ist dann Lernen auch Teil des Arbeitsprozesses, den ich dann vielleicht selbst organisieren kann. Also vielleicht sollte man das auch noch mal ein bisschen mit berücksichtigen, weil so meine Erfahrung häufiger in den Unternehmen ist, dass wir eher dumme Arbeitssysteme haben und keine intelligenten, wo die Leute wirklich auch was lernen müssen und was sollen und zu sehr, sage ich mal, eingeschränkt sind in ihrem Handlungsspielraum, ihrer Autonomie. Wenn das gegeben ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass das Lernen nochmal einen anderen Stellenwert bekommt und wo dann sowas wie ein Lerncoach natürlich wichtig ist, vielleicht ein Team, eine Gruppenarbeit oder sowas entsprechend zu unterstützen, um zu gucken, ja, wohin wollen wir uns eigentlich optimieren und verbessern und was kann Lernen dazu beitragen. So, mehr möchte ich gar nicht sagen. Das war nur mal so ein Punkt, den ich aus meiner Sicht und Praxis einbringen möchte. Vielen Dank. Vielen Dank, Volker. Ja, sehr schön. Möchte jemand direkt dazu Stellung nehmen? Dann sehe ich noch eine Meldung hier von dem Christian, eine Handmeldung. Nee. Ich habe nur vergessen, meine Hand runter zu tun. Alles gut, okay, danke. Gut, ja, gibt es noch weitere Beiträge oder Fragen an das Quality Minds Team?
Ja, vielleicht kann ich noch einen Beitrag dazu geben. Hallo, hier ist der Kai, der vorhin nach dem Wie gefragt hat. Bitte. Und nach dem Warum. Also ich muss dem Vorredner noch also auch zustimmen, das passt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, indem sie in Prozessen gefangen sind. Und wir bei uns im Unternehmen sind gerade dabei, auch eine Akademie aufzubauen. Und da geht es auch erstmal darum, eine Problembewusstseinsschaffung herbeizuführen, dass also Lernen in der heutigen Zeit unumdingbar ist. Wir kommen da nicht mehr drum rum. Es werden viele Dinge demnächst auch von Robotern übernommen werden. Und das heißt, irgendwann ist so eine Arbeitskraft über. Und deswegen müssen wir auch dieser Arbeitskraft sagen, es bleibt nicht mehr aus. Also wenn du jetzt an einer Maschine stehst und packst irgendwie Kartons ein, das wird irgendwann eine Maschine ablösen und dann bist du nicht mehr da. Also das müssen wir in dem Fall hinkriegen. Deswegen war das auch mit dem Wie erreichen. Denn wenn ich mal nach draußen gucke, es gehen immer nur die schlanken Leute joggen, ne? Und die verbessern sich. Das ist nun mal so. Und von daher müssen wir also auch gucken, dass wir diese Menschen eben erreichen. Und es ist dann eben oft zuweilen, dass man eben die Antwort kriegt, ja, dafür habe ich gar keine Zeit mehr, weil die eben schon mit Aufträgen beschäftigt sind, mit Prozessen beschäftigt sind, dass die überhaupt gar keine Zeit mehr finden. Also wenn wir über agiles Lernen reden, dann muss ja auch eine Zeit geschaffen werden und bereitgestellt werden. Und dann, ich weiß nicht, ob sich schon mal jemand mit dem Professor Dr. Jörg Knoblauch auseinandergesetzt hat, da geht es ja auch nochmal um das Thema ABC-Mitarbeiter, ne? Die Guten wollen sowieso immer besser werden. Und wenn ich dann zum Beispiel eine B-Führungskraft habe, die wird nie dafür sorgen, dass er einen A-Mitarbeiter bekommt. Und eine B-Führungskraft wird auch nicht dafür Sorge tragen, dass eine B-Führungskraft zu einem A-Mitarbeiter wird. Also da sind noch ganz viele Dinge, ganz viele Verzahnungen, Verzweigungen, die noch aufgebrochen werden müssen, dass wir B-Führungskräften auch mitteilen müssen, dass es auch A-Mitarbeiter gibt. Ich glaube, das muss ja auch die Zukunft sein. Wir müssen der Führungskraft erstmal erklären, dass der gar nicht dafür da ist, alles zu wissen, sondern der muss das Bewusstsein schaffen, ich brauche Mitarbeiter, die besser sind als ich, damit die mich entlasten, damit ich nur noch in die Führungsrolle reingehe und eben koordinieren kann. Ein Beispiel aus uns, unserer Abteilung, wir waren mit Seminardokumentation beschäftigt und die Führungskraft kam, Leute, ich kann euch nicht helfen, ich habe da keine Ahnung von. Aber wenn ihr was braucht, dann sagt mir Bescheid. Und ich sage, ja, ein Kaffee wäre nicht schlecht und vielleicht mal was zum Mittagessen. Da hat er sich eine Liste genommen, hat aufgeschrieben, was wir brauchen und ist losgelaufen und hat die Sachen besorgt, sodass wir eben ungestört weiterarbeiten konnten. Ne? Und also was ich damit sagen will, ist dieses Zuspielen. Also da sind noch sehr viele Themen eben, die wir erstmal von der Wurzel her anpacken müssen. Ja, vielen Dank. Das schließt sozusagen den Kreis, denke ich, des Anfangs. Wir sind wieder beim Thema Haltung. Das Thema Mindset haben wir ja schon ein paar Mal berührt. Wir sehen also, wie wichtig das Ganze ist. Ja, liebe krasse Herde, ich hätte jetzt eine große Bitte, wenn diejenigen, die können, jetzt gleich mal ihr Mikrofon aufmachen, würde ich es ganz toll finden, wenn wir dem Team, dem Quality Minds Team, jetzt mal einen großen Applaus zukommen lassen, für das, wie sie unsere schöne Woche gestaltet haben. Ja, also nochmal, ihr Lieben, ganz herzlichen Dank für diese hochinteressante Woche und ich weise auch nochmal darauf hin, es kann asynchron jederzeit weitergehen, auch in Zukunft noch, auch noch nach nächster Woche kann es weitergehen. Ihr habt euch jetzt vernetzt auf den verschiedenen Kanälen, auch darüber kann es weitergehen, das Angebot steht, das haben wir gerade gehört. Und apropos Vernetzung, jetzt gleich geht es ja noch weiter mit zwei Barcamp-Sessions, die ihr auch auf der Co-Learn-Seite findet. Der Karl-Heinz, der will noch mal diskutieren, braucht agiles Lernen einen Lerncoach? Und die Susanne, die wird uns noch einen Einblick in die Ausbildung zum agilen Lerncoach bei den Quality Minds geben. So, und bevor ihr jetzt alle entschwindet, wird der Jochen oder der Simon oder beide werden noch was zur nächsten Woche sagen. Ich hätte eine kurze Frage, Volkmar. Bitte. Gibt es auch eine Retro für unsere Woche von deiner Seite? Ja, sehr gerne. Ich dachte, ihr macht das automatisch. Ihr seid doch das... Nee, du hattest die letzte Woche immer so ein schönes Google-Doc vorbereitet. Ja, das stimmt. Nein, das habe ich diesmal nicht gemacht, weil das war ja nur meine Idee. Und ich habe gedacht, ihr bringt jetzt einfach mal eure Idee rein. Ja, dann vielleicht einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche. Ich glaube, der Jochen ist auch da. Wir sind beide da. Es ist ja immer ganz verrückt, wie schnell die Zeit vergeht, wie schnell 5 Wochen durchgelaufen sind.
Wie üblich in unseren MOOCs machen wir immer eine Auftaktwoche, wo ihr so ein bisschen überlegt, was euer Lernziel ist, und auch eine Abschlusswoche, wo wir dann nochmal reflektieren wollen, oder ihr reflektiert, besser gesagt, ob ihr das Lernziel erreicht habt, was ihr gelernt habt. Das heißt, nächste Woche gibt es ganz normal eine Montagssession und eine Freitagssession. In der Montagssession werden wir euch mal in so einer kleinen Umfrage fragen, wie stark ihr daran glaubt, dass euer Lernziel erreicht ist. Wir werden gucken, was so die größten Aha-Effekte waren, mit einer kleinen Umfrage auch. Wir werden euch zu einer Blogparade aufrufen, um sozusagen im Blog dann im Laufe der Woche so eine kleine Retrospektive eurer Lernreise zusammenzuschreiben. Entweder ihr macht es in den Kommentaren oder ihr schreibt einen eigenen Blog und postet dann nur den Link zu den Kommentaren. Das werden Jochen und ich uns anschauen und werden das dann versuchen, am Freitag zusammenzufassen. Wir wollen auch gern die Lerngruppen zu Wort kommen lassen. Die sind ja so ein bisschen parallel gelaufen. Aus der einen oder anderen hat man immer mal was mitbekommen. Also Aufruf an die ganzen Lerngruppenbetreiber, Betreiberinnen. Ja, wenn ihr Lust habt, am Freitag so ein kurzes Recap zu machen, was in euren Lerngruppen passiert ist, werden wir auch auf dem gleichen Pad, wo die Lerngruppen drauf sind, eine Sektion machen. Da könnt ihr euch im Laufe der Woche dann eintragen. Und wir werden euch dann quasi einen Zeitslot in der Freitagssession einräumen. Das erklären wir aber alles in der Montagssession auch nochmal. Und was wir am Freitag natürlich auch machen, ist so ein bisschen Ausblick. Wir haben die ganze Aktion ja MOOC-Camp genannt, weil es die Kombination ist aus einem MOOC und einem Barcamp. Das erste Barcamp in Hamburg hat uns schon zerschossen als physische Veranstaltung. Sie war virtuell. Wir haben das Camp verlegt in den August, der Termin steht auch bisher noch. Es gibt das Camp in Darmstadt im November. Die Idee ist natürlich, dass wir ganz viele Learnings, die wir gemacht haben, dann sozusagen in Form von Sessions in die Barcamps, die Corporate Learning Community im Laufe des Jahres noch macht, einbringen und auch in die regionalen Communities. Da ist auch für alle, die jetzt so neu dazugekommen sind, vielleicht noch nicht in der regionalen Community aktiv sind, vielleicht der Aufruf, sich da einer anzuschließen. Da werden wir auch am Freitag dann nochmal einen Ausblick geben, wie es da weitergeht. Gucke ich mal nach rechts unten bei mir Richtung Jochen. Habe ich irgendwas vergessen? Alles gut. Jochen macht nur Daumen hoch, alles klar. Dann würde ich sagen, falls nicht noch jemand was hat, haben wir 4 Minuten gewonnen. Die letzte Frage im Chat, die ich sehe, war von Sabine. Was passiert nächste Woche? Das haben wir, glaube ich, beantwortet. Damit würde ich sagen, schönes Wochenende euch alle und bis in aller Frische in der nächsten Woche. Ja, vielen Dank für die Teilnahme. Tschüss, danke schön. Vielen Dank und tschüss. Vielen Dank auch an euch für die Organisation. Sehr gerne. Danke. Ja, ciao. Tschüss. Also, wo ist denn hier die Menüleiste jetzt hin? Ach, da.